Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Pfingstmontag zu einem kleinen Reading für den Wochenbeginn. Ja, ich wünsche euch einen schönen Feiertag heute. Wir wollen zusammen jetzt mal schauen, welche Energien uns bevorstehen in dieser Woche. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten ja letzte Woche hier bei uns schon immer mal dieses Thema Schuld und Vergebung auf dem Tisch liegen, denn meine Wahrnehmung ist für den kommenden Vollmond, der am Sonntag stattfinden wird, dass es hier tatsächlich um dieses Thema gehen wird. Viele Menschen haben mir auch geschrieben, ja, dass es so ist, dass im Moment Gedanken der Schuld hochkommen, dass man daran erinnert wird, dass Vergebung wirklich für den eigenen Frieden unglaublich wichtig ist. Ja, aber vielleicht hast du auch das Gefühl, dass aktuell es im Zentrum steht, dir selbst ja mit mehr Milde zu begegnen. Denn oftmals ist es auch so entscheidend, uns selber zu vergeben für Dinge, die wir vielleicht bislang auch uns angetan haben. Also das sind so Themen, die nehme ich wahr für den kommenden Vollmond. Ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf die Session, die natürlich wieder stattfinden wird. Und wir schauen heute mal, ob sich hier eventuell zum Wochenbeginn auch ein derartiges Thema zeigt oder ob wir noch zusätzliche Impulse bekommen, um was es in dieser Woche geht. Ich möchte mit einem Krafttier beginnen. Aus dem Krafttier-Orakel werden wir uns ein Krafttier herausmischen für diese Woche. Und ich habe hier noch das Rider-Waite-Tarot und das Lenormand-Deck von Angelina Schulze bereitgelegt. Dann sehen wir mal, was wir uns noch an Klärungskarten herausmischen. Also meine Lieben, wir fragen mal, welches Krafttier begleitet uns in diese Woche? Eine Karte bitte. Der Vogel. Aha. Schaut mal. Wunderschöne Karte. Der Vogel ist gefallen. Und der Vogel steht hier symbolisch für unser Seelenfeuer. Die Boten des Himmels senden dir lichtvolle Zeichen. Verbinde dich mit deinen Engeln. Sie haben dir Wichtiges mitzuteilen. Ich habe hier sofort einen Impuls, meine Lieben. Wenn es bei dir der Fall ist, dass es jemanden gibt, der bereits gestorben ist und mit dem du ein Thema hast, das sich im weitesten Sinne um Schuld und Vergebung handelt, könntest du in dieser Woche Zeichen bekommen. Unsere lieben Verstorbenen, ja, sind unfassbar glücklich darüber, wenn zwischen ihnen und uns Frieden herrscht. Das ist nicht immer ganz leicht. Ja, vielleicht gibt es jemand, möglicherweise aus deiner Familie oder auch ein Ex-Partner, jemand, der nicht mehr am Leben ist, ja, dessen Seele bereits in der geistigen Welt ist. Aber du hast das Gefühl, da gibt es noch etwas Offenes, ja, ich möchte fast sagen, eine offene Rechnung. Entweder du fühlst noch eine gewisse Schuld oder du fühlst, dass es für dich wichtig ist, noch Vergebungsarbeit zu leisten. Dann achte mal darauf, ob du in dieser Woche Zeichen von dieser Seele bekommst, dass du dieses Thema anschauen sollst. Ja? Wenn das der Fall ist, wenn du Unterstützung brauchst, schreib mir gerne. Ja, ich mache viele Heilungsreadings, die gerade um das Thema Schuld und Vergebung gehen. Ich kann auch in einem Channeling dieses Thema bearbeiten. Also es geht bei unseren Verstorbenen wirklich oftmals darum, dass sie sich nichts sehnlichster wünschen, als dass Frieden herrscht. Ich möchte uns gern mal den Text hier lesen aus dem Buch zu der Karte, denn ich glaube, das ist sehr, sehr passend für diese Woche. Zeigt sich ein Vogel in deinem Leben, so ist dies ein Zeichen dafür, dass die himmlischen Botschafter versuchen, dich zu erreichen. Manchmal ist unser Leben so voll mit unseren Gedanken, unserer Arbeit oder unseren Gefühlen, dass wir die Zeichen des Himmels nicht mehr wahrnehmen können. Wir verlieren die Verbindung zur Quelle in uns.
Nur ein leeres Gefäß kann etwas aufnehmen. Nur ein empfangender Geist kann etwas hören. Nimm dir Zeit, mache dich leer und stelle deine Antennen auf Empfang ein, indem du einfach da bist, lauschst, zuhörst, meditierst, dich innerlich öffnest und dich wieder anschließt an die innere Quelle. Eine Mitteilung wartet darauf, von dir entdeckt zu werden. Vielleicht kommt sie auch zu dir, wenn du Tagebuch schreibst oder über Erlebtes reflektierst. Entschuldigt bitte. Die Botschaften können je nach himmlischem Boten sehr unterschiedlich sein, so wie es die unterschiedlichsten Vogelarten gibt. Sie können aus den Ahnen, Toten, Himmel und Engelreichen kommen oder von Menschen, die uns nahestehen. Auf jeden Fall sind es Botschaften des Lichtes, die wichtig für uns sind, uns Mut machen, Kraft geben und das Licht auf unserem Wege leuchten und strahlen lassen. Die Botschafter des Himmels sind uns allzeit von Herzen zugetan und dienen unserem Besten. Höre ihnen zu. Entschuldigt, meine Lieben, ihr hört, meine Stimme ist schon mal wieder nicht die beste heute. Bitte entschuldigt. Ja, meine Lieben, das hat jetzt gut gepasst, auch der Text zu dem, was ich vorhin als erstes wahrgenommen habe, dass es wirklich Botschaften aus dem Jenseits sein könnten, die uns in dieser Woche erreichen wollen. Was mir gerade noch in den Sinn kommt, es könnte auch eine Botschaft eines verstorbenen Tieres sein. Auch unseren Tieren gegenüber haben wir oftmals Schuldgefühle. Ja, das kann ich sehr, sehr, sehr gut selbst aus meiner Erfahrung mit Mallorca nachvollziehen. Ich habe 2 meiner geliebten Tiere, die ich mit nach Mallorca genommen habe, dort verloren. Ja, meinen Hund Xaver und mein Pferd Hotlight. Und auch da, ja, habe ich oftmals Schuldgefühle, die ich mir anschauen darf. Wir haben 2 Karten, die Königin der Schwerter. Wow, meine Lieben, oh, jetzt bin ich wirklich baff. Wer meine Readings öfter schaut, der weiß, oh, guck mal, jetzt habe ich Gänsehaut, wirklich, der weiß, dass ich die Mäßigkeit oft so deute, dass jemand aus dem Jenseits Kontakt zu dir aufnehmen möchte. Das könnte jetzt entweder eine Königin der Schwerter sein, vielleicht gibt es eine Frau, das kann die Mama sein, die Oma, eine Uroma, eine Schwester, eine Tochter, so schlimm es sich anhört, die schon im Jenseits ist. Die Schwertkönigin, entweder Symbol für ein Luftzeichen, Wassermann, Zwillinge oder, jetzt habe ich einen Blackout, Wassermann, Zwilling oder meine Lieben, seht ihr, so geht es, wenn ich dann plötzlich so einen Impuls bekomme, dann ist alles andere in dem Moment weg. Wassermann, Zwilling oder was ist das dritte Luftzeichen? Ich habe jetzt wirklich gerade den vollkommenen Blackout. Meine Lieben, ich komme jetzt nicht drauf. Ich bin jetzt nämlich so fasziniert von dem Gedanken, dass diese Mäßigkeit tatsächlich gefallen ist, um zu bestärken, dass wir hier in dieser Woche Botschaften erhalten könnten von einer verstorbenen Seele. Was die Königin der Schwerter auch zum Ausdruck bringt, es könnte eine Frau sein, die dir vielleicht zu Lebzeiten als sehr streng in Erinnerung ist oder du das Gefühl hattest, dieser Mensch war gar nicht so nahbar. Möglicherweise hast du auch ein Thema
mit dieser Frau, das jetzt zur Heilung kommen möchte. Ja, also das sind so Gedanken, die mir dazu kommen. Es wäre aber auch denkbar, dass die verstorbene Seele eine Botschaft für dich hat, die dich, wenn du jetzt als Frau zuschaust und kannst dich mit dieser Schwertkönigin identifizieren, vor allem dann, wenn du vielleicht mein Reading von gestern gesehen hast. Ich hatte ja gestern ein Reading gemacht fürs Kollektiv, weiblich und männlich, und da fiel bei den Damen im männlichen Kollektiv, im weiblichen Kollektiv, fiel die Schwertkönigin als Hauptenergie. Und da ging es darum, dass das weibliche Kollektiv immer mehr in die Kraft kommt, auch Entscheidungen für das eigene höchste Wohl zu treffen. Also das bedeutet, wenn du dich gerade in einer Situation befindest, wo es für dich darum geht, eine Entscheidung zu treffen, die Mut und Stärke erfordert, ja, dann könnte hier eine Botschaft aus der geistigen Welt auf dich warten, die dich in deine Klarheit bringen möchte und dich ermutigen möchte, wirklich auch zu entscheiden. Ja, vielleicht, wenn es für dich jetzt gar nicht passt, dass du sagst, nee, da gibt es gar niemanden, wo ich mir vorstellen könnte, dass diese Seele das sein könnte, dann betrachte die Mäßigkeit auch gerne allgemein für deine göttliche Führung, deinen Schutzengel. Also es geht um Zeichen dafür, dich wirklich in deine Kraft zu führen, eine Entscheidung zu treffen. Ich frage mal, was könnte denn... Ach, jetzt ist es mir eingefallen, die Waage. Seht ihr, meine Lieben? Oh, die Waage, ja. Also, ich bitte nochmal zu entschuldigen. Aber das ist wirklich so, wenn ich dann so einen krassen Impuls habe mit der Mäßigkeit, dann ist erstmal der Verstand weg, ja, dann ist die Intuition so vorherrschend, dass wirklich die Dinge, die rein kognitiv abzurufen sind, erstmal verschwunden sind. Aber gut, ich denke, ihr verzeiht mir das. Ich frage mal aus dem Lenormand, um welche Botschaft könnte es hier gehen, um welche Situation könnte es hier gehen? Der Turm, wow! Wir hatten am Freitag ein Reading, da hieß es ist Zeit, ein Kapitel zu schließen. Also möglicherweise möchte dir hier jemand mitteilen, dass es für dich Zeit ist, dich von etwas oder jemandem zu trennen. Ja, der Turm im Lenormand steht für die Trennung, dafür etwas zu Ende zu bringen. Das würde sehr gut zu der Freitags Energie passen, die ich da fürs Wochenende wahrgenommen habe. Ich habe ja am Freitag ein Reading für dieses Pfingstwochenende gemacht. Also wenn du jetzt das Reading nicht gesehen hast, gehst hier in Resonanz, dann sieh es dir gerne noch an. Wir bitten mal noch um eine Klärungskarte. Ja, der Park für die Öffentlichkeit. Schaut mal, und an der Unterseite liegt der Fuchs, ja. Also möglicherweise geht es darum, eine Trennung öffentlich zu machen. Entweder dich tatsächlich aus einer Partnerschaft zu lösen, jemandem klar zu kommunizieren, dass du dich trennen möchtest, dass du einen anderen Weg einschlägst. Ja, das würde ja auch gut zu der Schwertkönigin passen. Und der Fuchs steht ja auch immer dafür, dass man sich in einer Situation vielleicht selbst belügt, etwas vormacht. Also vielleicht hast du das Gefühl, schon länger, ja, wenn ich hier bleibe, egal was es ist, das kann auch ein Job sein, ja, das kann eine Freundschaft sein, die sich für dich nicht mehr stimmig anfühlt, oder aber auch, du möchtest dich selbst ganz neu erfinden. Viele Menschen, ja, merken derzeit auch, dass sie im Grunde genommen etwas hinterherlaufen, was sie gerne wären, was sie aber im Prinzip gar nicht sind. Ja, du kannst dich auch fragen, wie trete ich in der Öffentlichkeit auf? Lebe ich denn schon mein wirkliches Sein, meine Person mit all meinen Farben? Bin ich das schon? Ja, was ich hier nach außen trage. Also da kannst du dich jetzt mal wirklich ganz nach innen begeben, auf deine eigene innere Stimme hören. Um was geht es?
Ja, ich würde mal sagen, wir bitten auch auf diese Seite mal noch eine Tarotkarte, uns ein bisschen Klarheit über das Krafttier Vogel zu geben. Warum ist hier der Vogel gefallen? Dankeschön. Ja, es geht vor allem darum, und das finde ich so passend zu dem Text, den ich vorhin vorgelesen habe, dich auch zu öffnen für die Botschaften von oben. Denn hier fallen die zwei Schwerter, die zeigen ja jemanden, der sich wirklich dicht macht, der sich abschottet, ja, der eben nicht auf die Intuition vertraut, der die Zeichen nicht hört. Also das passt jetzt auch, finde ich, wunderschön. Wir müssen uns öffnen für diese Botschaften. Das alles, was hier liegt, das kann gar nicht zu dir durchdringen, wenn du dich zum Beispiel immer wieder ablenkst, wenn du dich nicht traust, nach innen zu hören, wenn du vielleicht noch Angst davor hast, diese Lüge, die du lebst, in welchem Bereich deines Lebens auch immer, überhaupt anzuschauen. Also hier sagt die geistige Welt, öffne deine Augen, ja, sieh hin. Was möchte vielleicht zu Ende gehen? Was darfst du jetzt in die Öffentlichkeit bringen? Was soll kommuniziert werden? Also sehr spannend. Ich habe das Gefühl, da soll noch eine Tarotkarte dazu. Ja. Warum fallen die zwei Schwerter hier? Ho, meine Lieben, Donnerwetter! Das ist jetzt wieder so ein Gänsehautmoment. Hier fallen jetzt die 10 Schwerter, schaut mal. Im Prinzip die gleiche Energie. Es geht darum, etwas zu beenden. Und du weißt es vielleicht, ja, und willst noch nicht hinschauen. Die 10 Schwerter stehen für das Ende eines Zykluses. Es darf hier eine Lüge enden. Vielleicht eine Lüge, die du dich über dich, dir selbst, die du dir über dich selbst erzählst. Auch dann, wenn du vielleicht diesen Glaubenssatz in dir trägst, ich habe nicht das Beste verdient, ja, ich kämpfe mich durchs Leben, ich komme nie auf einen grünen Zweig, ich finde wirklich nicht meine wahre Berufung, mir steht keine glückliche und erfüllte Partnerschaft bevor, ja, viele Menschen tragen diese Glaubenssätze in sich und auch dann ist diese Legung hier passend. Es geht bei Trennung nicht immer nur darum, eine Partnerschaft aufzulösen, ja, sondern wir dürfen uns auch von alten Glaubensmustern verabschieden. Wir dürfen Situationen hinter uns lassen, die unseren Selbstwert immer wieder in Frage stellen. Ja. Wenn du heute beispielsweise in deiner Familie spürst, du wirst ausgenutzt, du wirst nicht wirklich wertgeschätzt. Es gibt Menschen, die dich als selbstverständlich betrachten. Auch dann darfst du dich umdrehen und darfst sagen, okay, jetzt gehe ich mal ein bisschen auf Distanz, denn ich bin wertvoll. Ich habe das Recht auf Beziehungen, die sich im Ausgleich von Geben und Nehmen befinden. Im Moment, meine Lieben, geht es vor allem darum, hinzuspüren, was tut uns gut und da dürfen wir bleiben. Jede Situation, in der du steckst, sei es eine Beziehung, sei es eine Freundschaft, sei es dein Beruf, sei es deine Wohnsituation, jede Situation, die dich mit innerem Frieden erfüllt, die dir das Gefühl gibt, ja, so darf es bleiben. Solltest du genießen, solltest du wertschätzen und solltest dich dafür bedanken, jeden Tag aufs Neue. Aber jede Situation, wo du spürst, dies stört meinen inneren Frieden, das wühlt mich immer wieder auf, darüber mache ich mir unentwegt Gedanken. Deshalb kann ich nachts nicht schlafen. Das beeinträchtigt mich vielleicht auch gesundheitlich. Das sind Situationen, die sich verändern dürfen. Ja, und da ist es immer wieder wertvoll, diese Frage zu stellen. Die habe ich in vielen Videos euch schon ans Herz gelegt. Und das ist auch eine der Fragen, die ich mir dann stelle in der Situation. Wenn dir etwas nicht gefällt in deinem Leben, wenn du merkst, das ist nicht das, was mich
mit Frieden erfüllt, was mich glücklich macht, gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst die Situation ändern, beispielsweise indem du sie verlässt, oder aber es ist eine Situation, die du im Moment nicht verändern kannst. Dann darfst du dich im Annehmen dessen üben, was ist. Denn Widerstand gegen etwas schafft uns immer Unfrieden. Aber die Akzeptanz dessen, was ist, bringt uns schon mal in ein inneres Gleichgewicht. Und dazu passt hervorragend der Tagesimpuls, den ich heute Morgen schon auf Facebook und Instagram veröffentlicht habe. Da geht es um das innere Gleichgewicht, das wir dann erreichen, wenn wir aufhören zu bewerten. Und dazu gehört es auch, wenn wir aufhören, Situationen zu bewerten, ob sie gut oder schlecht sind. Denn auch das schafft uns schon Frieden. Ja, wenn wir eine Situation, die vielleicht bislang in deinem Kopf schlecht war, ja, und dir deshalb großen Unfrieden beschert hat, die du aber vielleicht auch nicht ändern oder verlassen kannst im Moment, indem du das annimmst und sagst, okay, dann betrachte ich diese Situation jetzt als Herausforderung, quasi als Sparringpartner meiner Seelenkraft und sag, okay, ich nehme diese Situation an und zwar als Lernsituation. Ich kann daraus was lernen, nämlich wie kann ich damit umgehen? Ja, was zeigt mir das Ganze vielleicht auch über mich selbst? Und ich kann mich daran üben, Dinge anzunehmen, wie sie sind. Ja, wir legen mal den Fuchs hier runter. Ich möchte mal hier vielleicht noch eine Klärungskarte. Ups, zu den beiden. Oh ja, jetzt bin ich auch noch mit dem Fuß an den Kameras. Also ihr merkt schon, heute geht so ein bisschen was schief hier. Da fällt jetzt die Firma. Vielleicht schaust du jetzt zu und sagst, das Reading ist sehr, sehr stimmig für die Arbeit. Ja? Dann darfst du davon ausgehen, dass du vielleicht in dieser Woche auch Zeichen erhältst, ja, mal bezüglich deines Berufs nachzudenken, ob es hier etwas zu verändern gilt. Vielleicht erhältst du auch hier Zeichen, ja, möglicherweise aus der geistigen Welt. Bekommen wir noch einen letzten Hinweis für die 10 Schwerter und die 2 Schwerter. So, die letzte Karte für heute. Die Entscheidung. Ja, wunderschön. Ja, es geht um Entscheidungen bei vielen Menschen aktuell. Und dazu gehört alles, was ich gerade gesagt habe. Ja, viele Menschen stehen an einer Weggabelung ihres Lebens im Moment und ja, versuchen, die richtige Lösung zu finden, den richtigen Weg zu gehen. Und da werden wir scheinbar in dieser Woche unterstützt von oben. Also, meine Lieben, öffnet euch dafür. Ja, das geht nur in der Stille. Wir haben so wunderschönes Wetter im Moment. Geht raus in die Natur, lehnt euch an einen Baum, macht euch auf. Ja, öffnet wirklich ja, euer Scheitelchakra, ja, indem ihr euch oben am Scheitelpunkt eures Kopfes, am höchsten Punkt eures Kopfes öffnet. Ich stelle mir dann manchmal vor, dass es wie so ein Trichter ist auf meinem Kopf und bedanke mich ja für alle Impulse, die von oben kommen dürfen, für alle Zeichen, für das, was uns mitgeteilt werden soll aus der geistigen Welt, sodass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, ein interessantes Reading mit ein paar kleinen Haklern, aber ja, so ist es einfach. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar hilfreiche Impulse mitnehmen können. Ich wünsche euch nun einen ganz wunderschönen Feiertag und sende euch einen dicken Drücker. Eure Uli, bis bald. Tschüss.